Hier ist Cosimo Maraffa Training Akademie und heute haben wir einen Ehrengast. Wir lassen ihn mal direkt sich selbst vorstellen. Ja, hallo, herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, lieber Cosimo, für die Einladung. Mein Name ist Wolfgang Lechner und ich unterstütze Einzelunternehmer und Network-Marketer dabei, wirklich ein nachhaltiges Kundengewinnungs- oder auch Teampartnergewinnungssystem aufzubauen. Das heißt, für dich zum besseren Verständnis, es passiert alles, was mit dem Thema Verkauf und Vertrieb zu tun hat. Da bin ich seit knapp 20 Jahren zu Hause und dieses Wissen gebe ich auch heute weiter. Genial, okay. Wenn du jetzt sagen wolltest, jetzt im Moment reden alle über Krisen, keiner will mehr drüber reden, aber was waren denn so ein paar Geschichten, wo du in deinem Geschäftsleben doch als Krisen definieren könntest? In meinem gesamten Geschäftsleben hat jetzt nichts mit die... ja, da gab es einige definitiv. Also... eine richtige Herausforderung war definitiv die Gründung meiner Selbstständigkeit, weil es da dann doch einige Monate bis sogar eineinhalb Jahre gedauert hat, bis wirklich dann so der Verdienst da war, den ich mir damals gewünscht habe und wofür ich mich auch selbstständig gemacht habe. So richtig, ja, eines ist mir schon bewusst, richtiges war Network Marketing, das war, ist noch gar nicht so lange her, 2015, wo ich wirklich nebenberuflich richtig durchgestartet bin, neben 50-Stunden-Job, zwei kleinen Kindern, Familie, 50, 60 Leute aufgebaut habe ins Network. Dann habe ich mich persönlich in ein Mentoring-Programm begeben und wollte dann wirklich mein Einkommen von damals 400 Euro nebenberuflich, ich hatte meinen Hauptjob, aber 400 Euro auf 4.000 erhöhen in 8 Wochen. Und damals in diesen 8 Wochen, das war im Endeffekt jetzt für mich sehr lebensverändert, im Positiven, aber ich komme dann zurück, wieso Krise? Weil in diesen 8 Wochen hat sich für mich wahnsinnig viel getan. Ich habe richtig Gas gegeben. Wir haben nochmal 30, 40 Leute mit einem kleinen Team gemeinsam gesponsert, sodass es echt dupliziert wurde, verdoppelt wurde. Und somit, ich war in 8 Wochen, habe ich mein Einkommen verzehnfacht von 400 auf 4.000, war bereit zu kündigen in meiner Firma damals, habe alles vorbereitet gehabt, habe alles besprochen gehabt zu Hause mit meiner Frau und dann ist 3 oder 4 Wochen später das Network zusammengebrochen. Aus der Traum ein Jahr für die Fische. Und da hatte ich dann doch einige Monate damit zu kämpfen. Eher physisch eigentlich, weil es ist nicht wirklich was passiert. Ich hatte noch immer zu diesem Zeitpunkt meinen Hauptjob, den ich zwar nicht mehr liebte und ja, überhaupt nicht mehr mochte zu dem Zeitpunkt, aber ich trotzdem noch so mit vollem Engagement dabei war, weil das ist mein persönlicher Wert. Ich möchte keine Gräben hinterlassen. Ich werde immer irgendwo ordentlich mit Anstand aussteigen. Und das hat dann 3, 4 Monate gedauert, aber dann ist schon wieder der Wunsch nach Selbstständigkeit einfach trotzdem massiv gewachsen und einen Monat später habe ich trotzdem gekündigt. Musste halt dann ein anderer Plan her und Plan B, mit dem ich mich selbstständig gemacht habe. Und das war so in der jüngsten Vergangenheit wirklich 3, 4 Monate, wo ich schon gedacht habe, boah, kannst du dich auf Network verlassen? Macht das Sinn? Soll ich das überhaupt machen? Wo dann voll verschiedenste Fragen aufgeworfen wurden. Aber das, wenn ich so will, war doch die größere Krise so in den letzten Jahren. Wolfgang, sehr, sehr spannend. Wenn du jetzt eine Sache sagen wolltest, die dir geholfen hat, die Geschichten zu meistern, was würdest du denn da erwähnen? Da gibt es in Wahrheit nur eine Geschichte und das ist ein persönlicher Mentor oder Coach, wie auch immer. Arbeite ich seit vielen Jahren persönlich mit einem und ich biete auch nichts anderes an. Auch ich unterstütze eben Mentees bei uns in Österreich. Gibt es das Wort Coach so nicht wie in Deutschland, sondern es ist Mentor. Mir ist es auch viel lieber, weil auch ich für mich eine eigene Definition habe. Ein Coach sagt mir, was ich zu tun habe und ich setze um.
Und ein Mentor ist jemand, der denselben Weg schon gegangen ist und einfach ein paar Schritte weiter ist als ich. Aber der weiß genau, wie er sich fühlt, wenn Leute Nein sagen. Der weiß genau, wie er sich fühlt, wenn er Leute anrufen muss. Der weiß genau, wie er sich fühlt, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Oder wie es er es hinbekommen hat dann im Endeffekt. Und deshalb bin ich gerne ein Mentor und deshalb nenne ich mich auch Vertriebsmentor. Weil alles, was Vertrieb ist, denke ich, ja, kann ich schon ein bisschen mitreden. Von Warmkontakten bis Kaltkontakten oder Kaltakquise, wie es keiner machen möchte, haben wir schon alles durch. Sehr spannend, wow. Jetzt haben wir ja im Moment echt eine interessante, spannende Zeit. Es scheint so, wie wenn wir echt eine neue Zeitära anfangen. Die letzte Zeitära, die wir so angefangen haben, das war ja so, sagen wir mal, BC, before Christ. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal sagen, BC, bevor Corona. Und danach, nach before Christ, hat ja angefangen AD oder Anno Domini. Und ich habe das jetzt mal geändert in Anno Domini, die nächsten 6 Ds zum Erfolg. Und da führen wir uns jetzt einfach mal durch die Fragen durch, zu diesen 6 Schritten zum Erfolg. Wenn du jetzt mal das erste D definieren wolltest, also dein Desire für jetzt, für danach, was ist denn ein Desire, wo du sagst, das ist eine Geschichte, die treibt dich echt an? So, Desire ist was genau? Ah, das ist dein Wunsch, das ist ja, dein Wunsch, ein großes Ziel. Mein Wunsch, danke, meine grundsätzlich, Englisch ist nicht so schlecht, aber die Vokabel habe ich jetzt nicht genau gewusst. muss man es übersetzen, ist sicherer. Mein Wunsch ist, dass so viele Menschen, und das ist meine Vision, mein Traum, dass ich so vielen Menschen wie möglich unterstützen kann, ihr eigenes Leben zu leben. Das, was sie sich wünschen. Das heißt, und dazu gehört aber ein einziger wichtiger Punkt dazu, den muss man zuerst verstehen als Mensch. Und zwar, dass du für dein Leben 100% Verantwortung übernehmen musst. Und 100% Verantwortung übernehmen heißt, das ist nicht immer lustig, weil wenn halt irgendetwas nicht funktioniert und nicht klappt, dann ist immer der Partner schuld oder der Chef schuld oder die Firma schuld oder der Markt schuld oder jetzt die Krise schuld, es ist immer irgendetwas schuld. Und das gibt's nicht bei mir. Oder zumindest nicht mehr bewusst. Weißt du, ich möchte gar nicht behaupten, dass ich jetzt da ein Engel bin und ich keine anderen Leute irgendwie oder die Schuld einmal abgebe, aber zumindest nicht bewusst. Und immer dann, wenn mir es bewusst wird, fange ich immer vor meiner eigenen Tür zu kehren an und sage, okay, was kann ich ändern? Wie habe ich mich verhalten? Was könnte ich tun, um die ganze Lage einfach wieder ins Lot zu bringen und so weiter? Und wenn du dir 2, 3 Fragen stellst, dann weißt du genau, was du tun kannst. Und dann geht es einfach nur darum, ob dein Stolz und dein Ego es zulässt, auch zu tun. Und ich wünsche mir eben, dass noch viel, viel mehr Menschen auf dieser Erde, auf diesem Kontinent, Erde, Welt etc. wirklich für sich die Verantwortung übernehmen. Ob jetzt angestellt oder selbstständig, ist völlig egal. Aber somit kann man sehr, sehr viel dazu beitragen, einfach noch mehr Frieden zu stiften und eine bessere Umgangsform zu halten. Untereinander. Sehr schöner Wunsch. Also im Grunde merkt man, dass du Werte hochhältst. Das zweite D, wenn man einen Wunsch hat, dann trifft man eine Decision oder eine Entscheidung. Was hast du für dich für eine Entscheidung getroffen, damit dieser Wunsch auch ja, realisiert werden kann? Was ist deine Entscheidung, deine Decision? Das ist... Du hast für mich, du hast die 6 Ds und ich habe in meinem Vortrag die 10 wichtigsten Punkte zum Erfolg. Und der erste Punkt ist, eine klare Entscheidung zu treffen. Mhm. Ohne Entscheidung passiert gar nichts. Für mich persönlich gibt es Menschen, und da gehöre ich definitiv selber dazu oder habe dazu gehört. Weißt du, selber will ich mich gar nicht so wirklich beurteilen. Entweder du willst etwas wirklich, oder du möchtest nur gerne. Und da gibt es ein cooles Zitat, das nennt sich, spielst du das Spiel, um zu gewinnen, oder spielst du das Spiel, um nur nicht zu verlieren? Mhm. Und
wenn du nur gerne möchtest oder wenn du das Spiel nur spielst, nur um nicht zu verlieren, dann lass es einfach bleiben. Bitte. Das ist besser. Entweder klare Entscheidung, das Spiel gewinnen und ein Commitment eingehen. Und ein Commitment ist eine Entscheidung und da gibt es nichts zu rütteln. Und das ist, in meinen Seminaren frage ich dann immer, egal ob Frau oder Mann, als du geheiratet hast, hast du dich auch gefragt, ja, soll ich nicht? Oder hast du vorher schon eine Entscheidung getroffen, so, das ist die Frau meines Lebens? Zu diesem Zeitpunkt, ob es dann ewig hält, sei dahingestellt. Aber zu diesem Zeitpunkt ist einfach auch Entscheidung, wie einen Partner auszuwählen. Oder zweites Beispiel ist schwanger werden zum Beispiel. Die meisten Menschen laufen irgendwie halb schwanger herum. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Und wir wissen und wir alle, speziell die Frauen wissen, halbschwanger gibt es nicht. Entweder schwanger oder nicht schwanger. Und deshalb ist es einfach wichtig, eine klare Entscheidung zu treffen. Ja, definitiv. Danke. Da merkt man, du hast Erfahrung in der Geschichte. Das dritte D wäre Declaration. Mission Statement, Vision Statement, ein Mantra, irgendwas, was du nach draußen trägst, wofür man dich kennt. Was ist so ein Statement, so eine Declaration, für die du bekannt bist? Das ist eine gute Frage. Da sollte man jetzt mal meine Mentis fragen. Für was bin ich bekannt? Was ich mir aufgeschrieben habe, war richtig durchstarten im Vertrieb. Ja, das ist meine Gruppe, die heißt auch so und das ist mittlerweile auch so ein bisschen mein Slogan. Das stimmt schon. Das ist richtig durchstarten, weil das passt relativ cool zum Halbschwanger. Sehr viele Menschen steigen irgendwo in ein Network Marketing oder machen sich selbstständig als Einzelunternehmer und sind dann mit ihrer Entscheidung, mit ihrer persönlichen Einstellung, mit ihrem unternehmerischen Denken, ja, leider Gottes bei weitem noch nicht da, wo sie ungefähr sein sollten. Und dann geht das leider schief. Und dann ist wieder der Markt schuld und dann ist wieder der Kunde schuld, der nicht gekommen ist und so weiter und so fort. Und richtig durchstarten ist für mich, ich möchte auch nur mit Menschen arbeiten, die jetzt wirklich wollen. So, das kann ich nicht immer ausgrenzen zu Beginn, weil die Menschen, wenn sie mir das glaubhaft machen können, mit ihren Funkeln, mit der Körperhaltung, dann glaube ich ihnen das auch. Aber im Laufe des Mentoringsprogramms zeigt sich es dann relativ schnell, ob das wirklich so ist oder nicht. Mhm. Aber trotzdem werde ich dann die Leute weiterführen. Aber richtig durchstarten, ja, das ist wirklich interessant, weil egal, ob das in einer Selbstständigkeit ist, egal, ob das in einem Angestelltenverhältnis ist, richtig durchstarten ist das Leben gemeint. Möchtest du wirklich mal raus aus der Couch, raus in die Natur etc. und einfach mal ein neuer, ein anderer Mensch zu werden, wenn man es möchte. Okay, also deshalb, ja, danke, richtig durchstarten, trifft es, denke ich, recht gut. Sehr cool. Wenn du jetzt natürlich Mentor bist, dann wirst du natürlich auch Handlungsschritte mit an die Hand geben, damit die wirklich handeln und nicht nur maulen. Und deswegen ist das vierte D, Devotion, sich widmen. Wenn du jetzt empfiehlst, sich etwas zu widmen oder Handlungsschritte zu machen, hast du da ein gewisses Konzept? Irgendwas, wo du sagst, hey, wenn du das so anpackst, dann bringst du echt wie PS auf die Straße. Ja, natürlich gibt es zu allem und zu jedem. Bei mir geht es in meinen Seminaren, oder das ist auch ein Merkmal vielleicht mittlerweile, wenn ich hier die Überschrift habe, Verkauf und Vertrieb. Dann steht dieses Gerüst auf zwei Säulen. Die eine Säule ist die Technik. Wie führe ich ein Telefonat am besten? Wie führe ich ein Gespräch? Wie baue ich meinen Leitfaden auf? Etc. bla bla. Das Wie, die Technik. Und die zweite Säule ist aber die persönliche Einstellung, die Persönlichkeit. Glaube ich an das Produkt, das ich vertreibe? Glaube ich an mich? Bin ich begeistert? Habe ich die Leidenschaft? Und
die zwei Säulen sind für mich wichtig. Und immer dann, wenn ich meine Seminarteilnehmer und so weiter frage und ihnen auch ein Beispiel dazu gebe, was ist jetzt wichtiger, wenn sie 100% aufteilen würden, wo würden sie die Prozent hinlegen? Wie viel Prozent auf Technik und wie viel Prozent auf Persönlichkeit? Dann kommt echt alles Mögliche. Also von 60, 40, 80, 20, 90, 10, aber immer für die Persönlichkeit mehr. Weil Menschen kaufen bei dir. Und ob du jetzt einen Staubsauger mit hast oder ein Mentoring-Programm oder whatever, ist völlig egal im ersten Step. Und deshalb gehe ich mit den Menschen, mein Ansatz ist der, einmal Mindset mutiger zu werden und mit den Menschen das Selbstvertrauen aufzubauen. Das ist eines meiner wichtigsten Dinge. Das habe ich gelernt von meinen Kindern oder ist mir eingefallen bei meinen Kindern. Ich sage, okay, ich möchte meine Kinder mit so viel Selbstvertrauen wie möglich ausstatten. Wie ist das messbar? Ne? Bei Kindern, das ist eine längere Geschichte jetzt. Auf alle Fälle haben wir gedacht, okay, auch wir Erwachsenen brauchen Selbstvertrauen. Täglich, jeden Tag, so oft wie möglich. Und deshalb baue ich die ersten Wochen Selbstvertrauen auf und dann beginnen wir kleine Handlungen zu setzen. Und wenn die dann erfolgreich umgesetzt sind, und das sind wirklich Kleinigkeiten, dann beginnen die Handlungen größer zu werden bis zum Schluss hin. Und ab Woche 7, 8, 9 wissen sie, dass sie alles erreichen können, was sie sich nur in den Kopf setzen. Okay, wow. Hört sich groß an, aber trotzdem erreichbar. Mit dem fünften D, da sind wir bei Development. Nämlich, wie du schon gesagt hast, es gibt einfach Baustellen, es gibt einfach Umwege, die man gehen muss. Es gibt einfach mal eine Firma, die echt zusammenkracht und da muss man einfach sich weiterentwickeln. Wie empfiehlst du dich weiterzuentwickeln? Heute den ganzen Tag Fernsehen gucken, was ist dein Tipp? Wahrscheinlich, den alle anderen auch haben. Das muss man aber auch erklären, weißt du? Ich schaue kein Fern, auch nicht in Zeiten wie diesen. Ich lese in der Früh meine Zeitung, dass ich ein bisschen up-to-date bin. Den Rest erfahre ich von meiner Frau hin und wieder. Und den Rest weiß ich nicht. Das heißt, ich weiß vielleicht 10-20% und der Rest interessiert mich schon gar nicht mehr. Und bevor ich den Fernseher aufdrehe, gehe ich ins Zimmer und lese an einem Buch, das mich interessiert. Und ein Buch war es auch vor knapp 8 Jahren, das mein Leben komplett verändert hat. Also das war wirklich das einschneidendste Erlebnis damals, wo ich habe nichts gelesen, nie. Fernsehen, ich war Fußballer, Hobbyklasse halt irgendwo. Als ich vor 19 Jahren im Vertrieb begonnen habe und mir mein Auszubildender gesagt hat, ja, hau weg den Fernseher und lies ein Buch und mach dieses und jenes und besuch Seminare, habe ich gesagt, Alter, ich lasse doch nicht die Bundesliga sausen samstags am Abend. Alter, ich bin am Sonntag am Sportplatz, da fahre ich nirgends auf ein Seminar hin. Entweder das Ding, was ich da machen möchte, funktioniert auch so oder sonst lasse ich es bleiben. Erst im Laufe der Zeit hat sich das von alleine gewendet, weil mich halt irgendwann Bücher mehr interessiert haben wie die Bundesliga. Weil mich halt Seminare mehr interessiert haben, weil ich hier Gleichgesinnte getroffen habe, die gleichen Dick haben wie ich. Die gleiche Einstellung haben, die gleichen Werte tragen. Und das hat sich so im Laufe der Zeit eingependelt. Aber vor knapp 8 Jahren habe ich begonnen zu lesen und bis heute bin ich eine andauernde Leseratte, habe am Nachtkästchen ein Buch, habe am Kindle ein Buch und im Auto ein Hörbuch. Und wenn du jetzt 8 Jahre knapp hernimmst und pro Monat, wenn ich jetzt da manchmal leer oder weniger lese, sei dahingestellt, habe ich jetzt 2 Bücher, sind plus Hörbuch, also ein Buch so plus Hörbuch sind 2 Bücher, sind 24 Bücher im Jahr mal 8, hast irgendwo bei 180, 190 Bücher, plus minus 200. Glaubst du, dass bei 200 Büchern was hängen bleibt? Aber hallo. Ist es so? Was kann ich dir nicht genau sagen, Stand heute, aber ich lerne wahnsinnig viel aus Büchern. Jawohl.
Sehr cool. Jetzt hast du natürlich in deiner Zeit echt einige Megaziele erreicht. Deswegen ist das sechste C Deliver. Das steht dafür, dass wenn du auf dem Berg oben drauf stehst, dass du dich belohnst, dass du dich freust, dass du es erreichen kannst, dass du es erreicht hast, damit du deinem Unterbewusstsein sagst, hey, es geht. Und dieser Prozess, der geht auf einer Aufwärtsspirale anstatt nach unten, so wie es heute manchmal bei manchen zu sehen ist. Wie belohnst du dich? Wie empfiehlst du, dass man sich belohnt? Das ist cool. Das ist die Lieblingsbeschäftigung von mir und mit meinen Mentees. Also in meinem Programm wird alles gefeiert. Das ist die wichtigste Tätigkeit, Erfolge und noch so kleine Erfolge mit meinen Mentees zu feiern, auch wenn es online ist. Wir hüpfen und springen hier vor der Kamera über Zoom und jeder macht seinen eigenen Tanz und seine eigenen Geräusche, um die Leute auch zu würdigen, ihre Erfolge zu feiern, aber auch gleichzeitig aus der Komfortzone zu kommen. Und ich selber, ich belohne mich auch. Ich feiere A mit meinen Mentees, da habe ich dann meine Erfolge im Kopf. Und B, wenn ich nach wie vor irgendwo unterwegs bin im Freien und ich habe ein Gespräch gerade positiv abgeschlossen, neuen Mentee gewonnen, dann habe ich mein Ritual. Und das ist jetzt nicht mehr so richtig cool und richtig feiern, aber ich habe entweder meine quasi Bäckerfaust oder ich klopfe mir schon selber auf die Schultern und sage, Wolfgang, top. Und dann feiere ich und dann, wenn ich, sollte ich im Auto unterwegs sein, habe ich Zeit zum Nachdenken, dann werde ich das Gespräch wieder Revue passieren, analysiere das Gespräch. Was ist gut gelaufen? Wieso ist es gut gelaufen? Was hätte ich besser machen können? Und versuche halt die negativen oder die schlechteren, meine persönliche Einbildung, Dinge einfach beim nächsten Mal wegzulassen. Oder das Gespräch wieder sehr ähnlich aufzubauen, weil es ja funktioniert hat. Never change a winning system. Ne? Also feiern, ganz, ganz wichtig, mache ich regelmäßig und auch mit meinen Mentees. Sehr, sehr cool. Jetzt haben wir bei uns so ein Ritual, dass wir quasi den Ehrengästen immer das Schlusswort geben. Wenn es eine Sache geben würde, die du den Zuhörern, Zuschauern, wo auch immer sie jetzt hier mit dabei sind, auf den Weg geben wolltest, was wäre das? Ich habe ein Zitat, und das hat mich auch sehr geprägt, wie sehr viele Zitate, und zwar, wir Menschen, wir haben zwei Leben. Das zweite Leben beginnt dann, wenn wir realisieren, dass wir nur eines haben. Und deshalb setz dich mal in einer ruhigen Minute hin, denke über dein Leben nach. Was willst du noch machen? Was willst du erreichen? Wofür lebst du? Warum bist du auf dieser Erde? Und dann denk drüber nach, was du noch für dich erreichen möchtest. Und da ist echt, mach es einfach. Ob im Angestelltenverhältnis, ob selbst, völlig egal. Wichtig ist, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst und dass dein Leben, das du hast und das du lebst, Spaß macht. Und das möchte ich dir mitgeben und das wünsche ich auch dir als Zuseher und auch dir, lieber Cosimo, die einfach. Das Leben muss Spaß machen und es darf mit Leichtigkeit gehen. Sehr, sehr cool. Wolfgang, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hier bei Cosimo Maraffa Training Akademie. Natürlich werden wir unten die verschiedenen wichtigen Links posten. Wir wünschen euch alles Gute und dann sehen wir uns und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ja.